So, meine lieben Freunde, im letzten Part haben wir einfach beendet. Also ich habe einfach beendet, da bin ich knallhart gewesen. Tut mir auch leid. Aber ist ein Polizeiauto? Nein. Aber ich will nicht mehr so krass überziehen, wenn ich halt noch am Leben bin. Ich habe es ja sonst immer so gemacht, entweder schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, nee, komm, ich beende den Part und mache weiter. Weiter südlich. Fahrzeug wäre echt nice. Ich versuche schon mal gut gen Mitte zu kommen. Oh, ich hasse das, ne? So. Könnte sonst wo oben einer stehen. Das ist noch alles cool. Ist das laut. Ich hoffe, das hört keiner. Sowieso ein Ding, dass ich dem Gas entkommen konnte. Ich dachte eigentlich, es kommt schneller, aber nee. Alles gut. Oh, na, so ganz entkommen bin ich trotzdem noch nicht. Steht ein Polizeiauto? Nein. Im Fahrzeug, verdammte Scheiße. Da hinten ist gerade eins weggefahren. Fährt gerade schon wieder eins lang. Hier sind zwei krepiert. Obwohl, da könnte ich mal nachgucken, oder? Hinten kommt das Gas. Noch was davon? Nein, ne? Auch cool. Auch cool. Achso, bringt mir ja nichts. Mal gucken, ich muss noch weiter. Jetzt eigentlich viel krasser westlich. So. West-südwestlich. Dass ich ein bisschen mehr zur Mitte komme. Doch gerade hier ein Auto gehört. 27 Verbleibende. Was höre ich? Da hinten. Das ist Quad. Scheiße. Mann, ey. Alles ist noch safe hier.
Alte Scheiße. Ich hab das Quad. Schlüssel. Zerreißen. Ach, er hatte nur noch Pumpgun. Ah, hier, aber er darf ein paar. Ah, ich bin voll. Ich bin sowas von voll. Aber ich habe einen Quad. Wo hat er das hingefahren? Da hat das. Ich meine, das ist besser als nichts. West-südwestlich. Vorne ist ein Fahrzeug. Na. Okay, gibt es nur noch Rucksäcke. Da ist noch ein Verbandskasten, den nehmen wir auch nochmal mit. Kein Platz mehr. Mein Inventar ist voll aufgebraucht. Okay. Ich muss dann noch südlicher. In die Richtung, okay. Oh, hier ist gerade ein Quad gespawnt. Habt ihr das gesehen? Direkt hinter mir. Ich glaube, ich warte jetzt erstmal hier drinnen. Tanken. No. Ich warte jetzt erstmal. Taktisches Warten. Kein Campen. Taktisches Warten. Ist natürlich nicht das beste Auto, aber ich habe ein Auto. Das ist das Wichtigste. Kommt noch ein Flugzeug? So, jedes Mal, wenn es so um die letzten 20 geht, ja, und ich bin dabei, da merke ich, wie mir dann so hier langsam die Pumpe geht. Ich muss jetzt erstmal chillen, ich muss runterkommen, ich muss entspannen. Wenn da die City ist und ich hier, dann bin ich entweder hier oder hier. Sehen wir gleich, wenn das Grüne kommt. Ja, natürlich gearscht mit der Karre, echt. Polizeiauto ist dreimal so schnell. Nein, nicht dreimal. Dreimal ist übertrieben. Ja, irgendwo in einem dieser Bereiche da. Es ist immer so ein Punkt, habe ich das Gefühl. So ganz auf freier, naja doch, so ein bisschen auf freier. Okay, Sprit verbrauche ich trotzdem, ja. Kann ich auch. So, da ist der Motor nicht an. Welche Waffe habe ich denn beim Aussteigen? Okay. Die AK. Hier, wenn ich so runtergehe, sehe ich dieses Grüne. Ja, seht ihr das? So da hinten zwischen den Bäumen, ne? Von da kommt auch was Grünes.
Kann sein, dass ich halt gleich noch ein bisschen südlich fahren muss. Die Stadt wird schon eingedingst. Ich sehe nicht diese Campingstelle, bei der ich hier bin. Das ist alles cool. Ich hoffe, ich bin schon tiefer. Noch 18. Oh, Leute, ey, es geht echt los, ey. Das ist immer dieser Moment bei H1Z1, wo einem komisch wird. Okay. Der Punkt ist kleiner geworden. Aber ich bin noch in der Safe Zone. Sollte ich weiter oder warten? Weiter oder warten? Weiter oder warten? Ich habe ja hier nichts zu befürchten gerade. Ja, mit einem Kill kann ich mich. Also, ne? Mit Ruhm bekleckert habe ich mich bis jetzt auch noch nicht. Nee, wenn das Gas eintritt, so 30 Sekunden vorher fahre ich. Ne, es hat ja wirklich ganz viel mit taktischem Warten zu tun bei dem Spiel. Obwohl, ich habe auch Leute gesehen, die rennen dann nur durch und knallen weg und knallen weg und knallen weg und ich verstehe es nicht. Es müsste so einen Trainingsmodus geben, wo man ballern kann. Da geht's gen Süden. Ja. Süden ist eine gute Richtung. So, in die Richtung hinterm Baum fahren wir lang. Aber warten, warten, warten. Kann natürlich auch passieren, dass ich mich mit dem Auto überschlage. Dann habe ich auch verkackt. Dann bin ich in der Gaswolke, dann ist vorbei. Alter, 643er Ping. Hallo. Was? Oh, oh, oh. Schicken mir hier Leute Videos. Was soll das? Nö. Antworten. Ey, das hatten wir schon mal. Erinnert ihr euch? Da war ich relativ. Das war das, wo ich Zweiter geworden bin. Ah, da oben. Da oben ist einer von mir. Kommt der hier runtergerannt? Oh, Scheiße. Doch, der ist da im Busch. Ich hatte mich noch nicht gesehen. Na, irgendwann muss er kommen. Puh, Leute. Der scheint dort hinterm Stein zu sein. Ich muss es nicht riskieren. Okay, da battlen sich zwei, sollen sie machen. Ich bin wieder in der Safe Zone. Da kommt das Paket. Ich könnte auch voll Pech haben und gleich oben aus dem Wald von irgendjemandem erwischt werden. Nice!
13. Warum stehen denn die ganzen Kills nicht mehr da? Die ganzen Leute. Auto fährt hin. Okay, da unten betteln sich zwei Autos. Sollen sie machen, echt? Ist mir vollkommen wumpert's. Da unten ist die Straße. Ich bin oberhalb der Straße. Ich glaube, ich bin immer noch im safen Gebiet. Aber hier aus dem Wald, glaube ich, kommt auch einer. Voll geil. Mag ich. Weil da war einer hinter mir. Kann sein, dass der da mit dem gerade da runtergefahren ist, dass er wieder weggelaufen ist, aber... Fuck. Okay, da. Oh ja, bitte, explodier mit, Alter. Die betteln sich. 1 Minute 13. Ach, das könnte hinhauen. Das könnte hinhauen, dass ich hier sicher bin. Weil zwar ist hinter mir der Kreis, aber ich glaube, ich bin schon relativ hier so am äußeren Kranz. Vielleicht müsste ich noch ein kleines Stück weiter nach vorne. Der ist aber mutig mit seinem Quad. Ich muss auch die Richtung noch weiter im Blick behalten. Das ist so zum Kotzen, Leute. Das ist so zum Kotzen. Shit. Hat keinen zerrissen. Das hätte ich mir ja gewünscht. Ich kann auch ein bisschen so gucken. Da vorne am Stein ist auch noch ein Auto. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das einfangen kann. Ich versuche mal hier, wo der Stein... Hier, da sind die Blätter. Auf der linken Seite neben dem Punktestand. Da ist ein Auto. Da ist, glaube ich, auch jemand. So, jetzt sehen wir ja, ob ich es richtig gemacht habe oder ob ich noch ein bisschen weiter runter muss. Noch ist cool. Noch ist cool. Okay, von hier war, glaube ich, cool. Alter, der fährt voll in die Gaswolke, der Spinner. Na, es... Nee, es kommt näher ran. Ja, der fährt komplett die Gaswolke ab, der Arsch. Ich will Leute töten! Aber eigentlich auch nicht. Solange ich sicher bin, ist alles cool. Ja, es kommt... Oh Mann, jetzt bin ich genau an so einer Stelle, wo ich nie sein wollte. Hör auf, die zu nehmen. Ach, nimm sie. Mach mal, 100% fett. Hab da noch genug, oder? Nein, hab ich nicht. Oh, scheiße, ich bin so blöd. Oh nein, das war echt dumm. Warum hab ich denn keine Verbände? Acht Leute verbleibend. Steht da auch einer ganz am Rand?
echt bekackt hier gerade. Ist mir zu offen. Jetzt muss er ja von oben auch runterkommen. Da ist das Auto. Warum bewegt es sich? Der hat mich. Der will mich aufs Korn nehmen, der Pisser. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, ich will nicht durchs Gas sterben. Ach man, fuck, Leute. Oh, das geht mir so auf den Sack. Echt mal. Ah. Egal. Ich glaube, es lohnt sich nicht, was Neues anzufangen. Es ist der vierte Punktestand. Ach man. Yay, neues Level. Ich hätte eine Granate werfen sollen zu dem Fuck-Auto. Dann wäre der wenigstens hingewesen. Ja, meine lieben Freunde, zwar nur 23 Minuten, aber ich denke, das sollte reichen für diesen Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.